mal ich. Also wir machen jetzt ein bisschen Technik für Leo, damit wir gute Drehungen haben, Molinettes und so weiter. Das ist auch eine Dissoziationssache, um diese Spiralenergie, die wir kreieren auf dem Oberkörper, um besser zu drehen. Okay, wir machen ganz eine einfache Übung, ein paar Schuhe, das ist mein Partner jetzt. Und ich drehe einfach herum und es ist nur als Struktur, ich mache ein Quadrat, ja, aber es ist nur eine Struktur, um besser zu lernen und zu memorisieren, welche Schritte wir machen müssen. Aber wenn wir drehen nicht im Quadrat, wir gehen herum und vielleicht in zwei Schritte haben wir schon gedreht. Es ist nur eine Struktur, es ist keine Choreografie. Gut, damit ich diese Dissoziation besser arbeite, ich gehe in eine Ecke hier, immer mit Platz, und ich baue einen Kreis. Diesen Kreis bewege ich und in der Mitte von dem Kreis sind meine Schuhe, immer. Ja? Und wenn ich auf der Seite gehe, sind immer meine Schuhe. Schuhe sind in der Mitte. Da bewege ich schon den Oberkopf. Seite, Hold, Seite, Hold. Jetzt können wir vorwärts und wir dissoziieren komplett hier. Dann können wir rückwärts und wir haben die Seite, die Schuhe sind immer in der Mitte. Hold. Pa, 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 pa. Dissoziation, hole ich hier. Ja? Und jetzt machen wir eine komplette Drehung. Also die Struktur, egal wo ich anfange, die Drehung, es kann sein, der Vorwärtsschritt, Seitenschritt oder Rückwärtsschritt, egal. Der Mann kann schon anfangen zu drehen. Aber danach bleibt immer die Struktur gleich, das wechselt nicht. Und wenn ich auf der Seite anfange, zum Beispiel, ist es Seite, Vorwärts, Seite, Rückwärts, Seite, Vorwärts, Seite, Rückwärts, Seite, Vorwärts, Seite, Rückwärts, Seite, Vorwärts, Seite, Rückwärts. Ja, und dann der Richtung genauso. Wir fangen mit dem Seitenschritt und diese Dissoziation, wie ich immer sage, bauen wir den Kreis am Anfang und danach merken wir die Arbeit. Ja. Wir brauchen diese Dissoziation, um besser zu drehen und zu pivotieren. Ja? Und andere Richtung nochmal. Wie ich immer sage, wir können vorwärts anfangen. Vorwärts, Seite, rückwärts, Seite. Wir können rückwärts anfangen. Zum Beispiel hier. Rückwärts, Seite, vorwärts, Seite, rückwärts, Seite. Das ist immer die gleiche Struktur, das wechselt sich. Das ist ein sehr guter Umzug.